Warum schreit mein Baby? Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Wenn Babys schreien, haben sie dafür natürlich immer einen Grund. Blöd nur, dass sie noch nicht sprechen und sagen können, warum. Und dann kommt dazu, dass Babys auch wegen ganz banaler Gründe wie Langeweile oder Müdigkeit genauso schreien wie wegen stärksten Schmerzen an Leib und Seele. So können wir Erwachsenen über diese Schreigründe nur spekulieren. Und am häufigsten wird daran gedacht, dass sie Blähungen haben. Ich sehe das anhand der höchsten Klickzahlen über mein Video über das optimierte Bäuerchen. Aber ganz häufig nützen die gegebenen Tropfen gegen Blähungen nicht, weil das Schreien eben nicht von den Blähungen kommt. Ich möchte Ihnen jetzt die nach meiner Sprechstundenerfahrung zwei wichtigen, aber eher unbekannten Gründe für das Schreien erklären. Zwar kann man beide Gründe nicht wirklich behandeln, aber es ist unheimlich hilfreich, davon zu wissen, um unnötige Sorgen und Ängste zu vermeiden. Da gibt es zum einen die plötzliche Unruhe und das plötzliche Aufschreien während oder nach der Fütterung und im zeitlichen Zusammenhang mit Wind- und Stuhlabgang. Dieses Phänomen, dass ein Baby zum Beispiel plötzlich während dem Füttern oder danach einfach so aus der Ruhe heraus plötzlich unruhig wird und unvermittelt schreit, ruft nämlich bei den meisten Eltern eine große Verunsicherung hervor. Der Grund für dieses Schreien wird Sie wahrscheinlich überraschen. Dahinter steckt nämlich eine übermäßige Empfindlichkeit des Enddarms bzw. des Anus und eben nicht eine schlechte Milch oder Blähungen. Wie kommt das? Offensichtlich haben die meisten Babys in den ersten Lebenswochen eine Art Missempfindung beim Abgang von Wind und Stuhl. Wenn Sie Ihr Baby diesbezüglich einmal beobachten, werden Sie feststellen, dass es oft kurz vor oder während des Pupsens oder Stuhlentleerens unruhig ist und aufschreit. Es ist so, dass in dem Moment, in dem der Mund Nahrung aufnimmt, gleichzeitig der ganze Darm zu arbeiten beginnt. Und das bedeutet, dass auch der Enddarm sich an die Arbeit macht und, wenn er mit Luft oder Stuhl gefüllt ist, sich während des Fütterns oder kurz danach entleert und, wie Sie nun wissen, führt genau diese Entleerung zu Missempfindungen. Und damit ist die Unruhe und das Schreien während des Fütterns erklärt. Gleichzeitig können Sie aber leider dagegen nichts machen, sondern nur Geduld haben, bis diese schmerzhafte Phase nach spätestens 3 Monaten vorbei ist. Und dann gibt es noch die abendliche Schreiphase. Ebenfalls in den ersten 3 Monaten haben die meisten Babys eine seltsame Angewohnheit, die sie unbedingt kennen sollten. Sie schreien jeden Tag gegen Abend, immer etwa zur gleichen Uhrzeit, eine bestimmte Zeit lang, und das tun sie mit einer Regelmäßigkeit, nach der sie fast ihre Uhr stellen könnten. Dabei sind sie durch keine Maßnahme so richtig zu beruhigen. Ganz gleich, was sie als Eltern versuchen, an die Brust anlegen, Fläschchen geben, aufnehmen, herumtragen, spazieren gehen, Zäpfchen oder Kügelchen geben, nichts vermag sie richtig zur Ruhe zu bringen. Zwar hält der kleine Schreihals kurz inne, wenn sie ihm Tropfen gegen Blähungen geben. Das kommt aber ausschließlich daher, dass diese Tropfen angenehm süß schmecken und ihn einfach kurz vom Schreien ablenken. Probieren und schmecken Sie doch selbst mal diese Tropfen. Würden wirklich Blähungen der Grund für das Schreien sein, dann bräuchte es eine ganze Weile, bis diese Tropfen die Luft im Magen und Darm und dadurch den schmerzhaften Druck im Bauch beseitigen würden. Außerdem, warum sollte ein Baby wegen Blähungen nur abends innerhalb eines immer gleichen Zeitfensters schreien und sonst nicht? Die wirklichen Gründe für diese abendliche Schreiphase sind bis heute nicht bekannt. Mir bleibt nur erstens für Sie der Rat, nehmen Sie sie einfach hin als etwas, was zum Babysein dazugehört. Und zweitens der Trost,
dass sie nach etwa 3 Monaten von alleine wieder verschwinden wird. Ich habe über die Jahre erfahren, dass viele Eltern dankbar sind, wenn sie um diese beiden häufigen, aber im Grunde doch harmlosen Schreiarten ihres Babys wissen. Und sie gehören jetzt auch dazu.